Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Together Minecraft. Mit mir, Patrick. Und dem Daniel. Und dem Andreas hier. Wozu brauchst du den Sand? Für Glas. Ach ja, stimmt. Ja. Wieso farmst du jetzt hier Sand? Ja, für dich einfach. Achso. Nee, dass du mal herkommst. Mir hilft hier beim Aushacken von diesem Berg. Nö, bisschen Sand farmen. Ja. Aber ich glaube, das reicht schon. Oder hast du mir für mein Sandsteinhaus mit Sand geformt? Nein. Oh. Du klaust mir dann immer bloß den Cobblestone, den ich hier aus dem Berg raushole. Das ist Quatsch. Alter. Wird angegriffen. Ich gucke einfach mal zu, wie die Spinne ihn tötet. Ich habe übrigens hier irgendwo in der Wüste ein Tankfeder gehabt? Nee. So einen Punkt gesehen, da ist Erde oder beziehungsweise Sand nach unten gefallen und da war eine riesige Schlucht. Ja, das kenne ich. Hier, das sind so hier, irgendwo drei Punkte oder so. Ja, ne? Ja, hier, genau. Ich bin da mal lang gerannt und das ist ziemlich krass da unten. Willst du da mal reingehen? Meinst du? Ja, nicht jetzt. Da eigentlich? Wenn ich dich jetzt anstupse, ne, fällst du dann runter? Nee, mache ich nicht. Nee, das haben sie ja, das ist ja nicht mehr so. So. Hatte Spaß? Ja. Ich lasse dich jetzt aber mal alleine hier mit den ganzen Viechern. What the fuck, nein. Hast du Angst? Nee, aber ich möchte keine Pfeile im Körper haben, das sieht scheiße aus. Yeah, Level 20. Ich habe schon 12 Level gut gemacht, nur durch die paar Mobs, die ich hier unten gekillt habe und die viele Kohle, die ich hier raushole. Ja, du musst da Fackeln setzen. Wieso fehlt denn da die Hälfte von deinem Haus? Ach, Chunkfehler. What the fuck? Stimmt, ja, Chunkfehler. Natürlich krass, jetzt wenn eigentlich die Hälfte fehlt. Ich hab's gern luftig. Liegen für Leute mit lange Beine? Ja, hallo? Ich bin 1,95. Nee. Ja. Gehst du von meiner Kiste weg? Ich guck ja nur. Da ist eh nur Chestplate. Eh nur Scheiße drin. AI. AI. So, Glass ich komme jetzt. Pain. Ja, du kommst jetzt. Ich komme jetzt mal zum Monsterfall und guck mir das mal an, während mein Glas hier brät. Bring Eisen mit und oder Spitzhacken. Er versteckt sich hinterm Baum erstmal. Nix so. Ist mit XP. Wieso? Ist die Truhe voll? Truhe voll? Wieso? Na, warum geht man wohl hinterm Baum im Wald? Die Truhe, nee. Oh, wie war das? Ach, scheiße. Alter, schon wieder ein Creeper einfach so mir vors Gesicht gesprungen, ne? Bist du denn? Bist du denn? Wo bist du? Boah, Alter, ich kann nicht mehr. Bleib mal da stehen, heute, ne? Komm noch mal raus. Es wird nicht geschossen. Ja, daneben. Daneben, wa? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht, ne? Snipet ihr euch gegenseitig hier oder was? Ach, da hinten ist er. So. Alter. Hier geht's lang. Ja, hier müsste man auch mal einen Weg lang legen. Ja, so ein bisschen, ne? Durch die Lava, durch. Durch die Lava durch, aber hallo? So einen Glasgang kannst du da nicht mal hinbauen. Wo geht's jetzt hoch? Hier lang. Doch, es gibt jetzt eine Leiter. Hier guckst du, da gehst du rein. Boy. Tür hinter dir zumachen. Da klopft doch jetzt wieder einer an. Ah, ist doch wurscht. So, und dann da unten kommt noch was rein. Ich weiß noch nicht was. Ich schätze mal, irgendein helleres Holz werde ich dafür raussuchen. Oh, ich kann hier einen Schritt gucken. Oh. Ich warte mal kurz. Unangenehm.
Tja, da. So, erstmal bis hier oben. Voll anstrengend. Oh ja. Und dann kannst du das hier öffnen. Und dann bist du in der Monsterfalle. Wenn du dazwischen stehst, ne? Gehst du dann drauf eigentlich? Probier's mal aus. Am Arsch. Mach mal. Nee. Ja, soll ich mal? Warte, ich mach selbst. Ich hab schon ein bisschen Damage bekommen. Ach, hast du. Ach so, na klar, der Mal gucken, Patrick, ich hab hier jetzt unten. Ja, ich hab hier unten jetzt schon mal nochmal eine Etage ausgegraben. Super. Ah, okay. Ja, genau, hier. Pass mal auf hier. Ja, das mache ich jetzt genau parallel zu der da oben. Zur Belohnung habe ich ein Schwert für dich. Habt ihr eine Werkbank hier? Die steht oben in dem Turm drin, wo du gerade warst. Wieso? Da stehen auch Truhen für Eisen und sowas oder Spitzhacke. Ja, aber genau, weil du doch eine Spitzhacke haben wolltest. Ich wollte nicht eine Spitzhacke haben, ich möchte viele Spitzhacken haben. Betone, beziehungsweise spezifiziere. Das ist aber keine Spitzhacke. Was will ich mit einer Ho? Spezifiziere so viel wie geht. Also ich will nur so sagen, ich habe... Spezifisch. Hä? Voll spezifisch. Ach, hier bin ich ja... Nein, nach oben. Wer hat mir die Ho hingeschmissen? Die kannst du auch hier in die Truhe reinmachen. Was war das? Hier oben ist dann ganz normal der Turm. Ne? Das klang gerade wie ein Feuerzeug. Ja, genau. Okay. Kletterst du gerade hoch? Kletter gerade wieder runter. Ah. Ich habe ja jetzt gesehen, was ich sehen wollte. Ich ernte jetzt endlich die großen Schafsfrüchte hier. Mach die ersten schon nackig und oh, sie geben mir richtig geil Wolle. Glowstone hier, Alter. Was mit Glowstone? Da unten? Ja. Na sicher. Man gönnt sich ja sonst nichts. Apropos Glowstone, da wollte ich doch noch was ausprobieren. Lichtradius von den Fackeln ist aber auch nicht mehr so groß, muss ich sagen. Ich muss hier ganz schön viele Fackeln blenden, um hauptwegs ordentlich sehen zu können. Ja, hast du das jetzt nicht sowieso mit Shadern? Also die generell. Ja, gut, das kann am Shader liegen. Aber es tut mir nicht alles, damit es schön aussieht. Und man viel sieht. Ach, na gut, ich sehe auch so, aber. Aber die Shader ist wirklich krass, ne? Ich muss ja manchmal echt die Shader ausmachen. Im Nacer zum Beispiel ist es echt fast tödlich, kann man sagen, mit den Shadern. Das gibt's zu lachen. Ja, nix. Und nachts, wenn es regnet, da sehe ich auch nichts. Nachts ist auch kälter als draußen, ne? Das stimmt. Oh, ich wusste es. Ich hatte den Spruch auch gerade auf den Lippen. Weil das Haus im Freien steht. Ja, und zu Fuß ist weiter als über den Berg. Ah, oh, wie schnell die Wolle nachwächst, wenn die Gras fressen, ne? Das finde ich aber gut gemacht, ne? Dass sie tatsächlich dann irgendwie was futtern müssen, um... Und auch dann tatsächlich was futtern. Wächst. Ja, ja, und tatsächlich was futtern, ja. Leute, steht doch nicht auf dem Kobbel rum, wa? Geht doch mal auf den Rasen. Piss dich. Geh weg! Oh, geh weg. Wie die Scheiße ja nicht weiter produziert wird hier, wenn du nicht da bist. Das ist des Farmers Leid. Er muss natürlich immer bei seinen Pflänzchen bleiben. Ah, Zombie. Hallo. Alter Freund, komm her. Hui. So, hier.
Boah, die Schafe, Alter. Ja, gut, wunderbar. Genau. Weiter geht's. Was mache ich denn jetzt mal? Kobbelüberfluss. Bauen wir die Etage hier. Ach, Blödsinn. Ah, Mist. Tja, liebe Zuschauer, es ist sehr spannend, was ich hier mache die ganze Zeit und so abwechslungsreich. Und glücklicherweise helfen die anderen mir überhaupt nie, dann würde das nämlich alles viel zu schnell gehen, wäre der Spaß zu schnell vorbei. Nee, das ist ja langweilig, das Ausbauen da unten. Was ist das? Nee, das ist langweilig. Ja, eben, deswegen machst du sowas ja nie. Ich hab grad richtig. Ich hab gerade den Troll entdeckt. Welchen Troll? Dein Troll. Mein? Ja. Ach so. Ja, ich dachte, das kannst du vielleicht gebrauchen, ne? Am Gewächshaus ja, ja. Oder was? Aber, nee, es passt schon. Ist alles in Ordnung. Ja, ja. Mensch, dann muss ich ja mal deine Folge gucken. Dann muss ich das auch mal sehen. Nee, ich warte noch mit der Auflösung. Weil, Natürlich. Bis der spitze Aufschrei von Daniel kommt. So. Der Turm brennt lichterloh bis oben. Habe ich nicht noch mehr hier von dem? Da ist doch noch Knochenmehl. Sauber. Was hast du damit vor? Also wenn wir alles so viel hätten wie Knochenmehl, ey, oder Knochen. Diamanten hätte ich gern. Federn habe ich hier noch, ey, was habe ich denn hier noch? Federn, die kannst du aufheben. Obwohl, ja. Die brauchen bloß noch Daniel, oder? Warum habe ich eigentlich Glasscheiben produziert letztes Mal? Total dämlich, voll überflüssig. Ja. Ja, habe ich gerade gesehen, habe ich mich auch gefragt. Ja, das war für meinen... Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Shit. Wie viel Knochenmehl habe ich denn hier? Für deine komische Veranda, die du dann doch anders gemacht hast. Ja, genau. Als ich das gesehen habe, wie du das hingebaut hast, dachte ich mir, nee, das lässt du nicht, das kann er nicht so lassen. Auf keinen Fall. Ach, Glas habe ich ja auch noch. Aber bei dir verbinden sich die Glasscheiben nie, oder? Also die Glasblöcke. Nee, das ist dann so wie so ein, wie nennt man das? Karo-Muster? So nein, wenn so ein Fenster geteilt ist. Oh, wie heißt denn das? Ja, so ein geteiltes Fenster. So nein, das hat... Fensterkreuz. Nee, nicht Bordüre, sondern... Nee, das heißt irgendwie anders. Bordell. Bordell, ach so. Nee, aber so ein Fensterkreuz, mein... Einfach. Ja. In meinem Texture Pack, da verbinden die sich ja. Deswegen sehe ich dort nur eine durchgängige Glasscheibe sozusagen. Ja, was bei großen Sachen aber blöd ist. Sind diese HD-Texturen, glaube ich. Ich muss mir auch mal. Ich weiß nicht, aber ich mag dieses Texturenpack einfach. Ich habe keinen Bock, mir ein neues zu suchen. Ja, so geht's mir auch. Tja, ich mag mir auch meins. Das ist einfach Bestes, was es gibt. Ich meine, wir könnten natürlich auch jetzt. Die nächsten 100 Folgen Klassik spielen. Nein. Und ohne Shader. Ja, die habe ich ja eh nicht. Nö, ich auch nicht. Tja, wer hat, der kann. Aber das möchte man ja nie, das muss, darf man ja nie verschweigen. Das ist ja auch erst während der 100 Folgen passiert, dass ich sozusagen Shader dazu haben konnte. Am Anfang war mein Rechner ja so, was das Aufnehmen anbelangt, eher am unteren Spektrum angesiedelt. Boah, wie der Creeper mich anguckt. Wie tief muss denn das hier, Andreas? Was? Hab den hier runterschicken? Du bist doch eins. Das sind XP? Ja, sicher. Ja, ach, die paar XP. Achso, du baust es jetzt schon weiter. Ja, klar. Achso. Wo fängt denn das Wasser an? Also das Wasser fängt zwei unterhalb der Kante an. Also hier quasi. Genau, aber an einigen Stellen geht es noch ins weiter runter. Ja gut, die musst du dann wieder rausbauen. Genau, aber da müssen wir einfach dann aufpassen, oder da muss ich dann aufpassen. Weil ich bin ja hier immer schon richtig tief getroppt, deswegen.
Ja, du machst das schon. Ja, ich weiß. So, wie war das? Wir wollten dann noch einige Etagen runterziehen, ne? Nicht bloß eine. Ich würde sagen, dann kriegen wir die nächsten 100 Folgen auch schnell voll. Also du schon, ja. Da. Du bist so ein Kameradenschwein, ey. Wieso denn? Na, weiß ich ja nie warum. Sag du's mir. Wieso bin ich ein Kameradenschwein? Ist doch gut, wenn du was zu tun hast. Ja. Es ist immer gleich dieses Negative und und... Nee. Sagst du, dass dein Kommiliton, wenn ihr eine Gruppenarbeit habt, auch? Ja. Okay. Und die freuen sich dann auch richtig, weißt du? Die sind einfach dankbar für das, was sie haben. Weil sie dann eine bessere Note kriegen. Weil sie dann ganz genau wissen, die machen es gleich richtig gut. Ich habe das mal gehabt. Ich musste im Studium ein Praktikum machen mit jemand zusammen. Oh. Und da musste im Wesentlichen programmiert werden, ein bisschen numerisches Rechnen und so. Und der... Naja, das war ein bisschen eine Flasche. Und so mitten in der Hälfte des Jahres sagte mir, ja, hier, er möchte es doch nie machen, er kommt nie dazu und so weiter und so fort. Ich zum Betreuer habe gesagt, hier, wir müssen jetzt alleine weitermachen. Und im Endeffekt hat es mir besser getan, als wenn er das mitgemacht hätte. Manchmal ist das so. Ja, siehst du, deshalb mache ich hier nämlich auch nichts. Ich glaube, dann wird das nur länger dauern. Das stimmt, da hast du recht. Aber länger dauern. Timer. Hier gerade in luftigen Höhen. Wie Timer? Hast du schon keinen Bock mehr hier zu dicken oder wie? Nee, Bock. So geht das nicht. Nee, aber ich denke... So geht's nicht, nee. Voilà. Oh, Schweiger. Ne, der Timer ist abgelaufen, würde ich sagen. Ja, okay, tschüss. Na, Moment. Ja, jetzt müsst ihr auch noch ein Momentchen warten. Hier oben ist sogar noch viel Erde drin, das kannst du noch rausmachen, damit das schön aussieht. Das ist in der Tat richtig. Endlich hat er diesen gewissen Sinn. Nö, Nö, das nicht, aber ich habe keinen Bock auf deine Diskussion. Das ist mir eigentlich egal, Hauptsache der Dirt kommt da raus. Habe ich gesagt, dass der Sand reicht? Ja, ne? Der wird mir nie reichen, ne? Nee. Na gut, dass ich dir geholfen habe, wa? Mhm. Mach aber keinen. Ich mach einfach nur so einen Plattenbau, mach ich hier einfach. Oh. Was sagst du? Darf man das sagen? Politisch nicht ganz korrekt, oder was? Nee, Plattenbau ist schon kritisch. Offiziell heißt das ja Platte Wandbau. Ja, natürlich. Damit wird mir ja der komplexen Konstruktion sehr viel gerechter. Platte Wandbau. Platte Wandbau. Nee, ein Freund von mir, der hat die fixe Idee gehabt, der wohnt in so Plattenbau in Dresden, in einer Einraumwohnung, und der würde gerne ein Bett an die Decke hängen. Also schön mit einer Seilkonstruktion ranhängen. Und da hat er seinen Vermieter gefragt, der hat gesagt, nee, geht ja nie, Statik und so weiter und so fort, ne? Ja. Und damit hat er sich nie zufrieden gegeben. Dann gab es irgendwie eine Ausstellung über Plattenbauten, wo er sozusagen da alles mögliche zusammengetragen hat. Und dort war der und hat sich sozusagen bei dem Macher der Ausstellung erkundigt. Und der hat ihn als Kontakt irgendwie den Architekten oder den Bauleiter, glaube ich, irgendwie gegeben von dem Plattenbau. Und da war er tatsächlich bei dem zu Hause, hat er erzählt, und hat mit ihm darüber geredet. Und der war, ich meine, die Dinger sind ja nun schon ganz schön alt, die Gebäude. Das heißt, der war irgendwas wahrscheinlich um die 80 oder so. Der hat aber die Idee ganz toll gefunden, hat gesagt, ja, es müsste funktionieren, und wollte gleich das irgendwie in die Tat umsetzen am besten. Und er selber hat ihm aber gesagt, dass es eben nicht Plattenbau heißt, sondern korrekt wäre eigentlich Platte Wandbau, weil die Platte ist nur die Decke. Aber das Ding besteht eben nie nur aus Decken und Boden, sondern eben auch aus Wänden. Ja, ne? Das muss man nämlich immer sehen, das Ganze. Genau. So wie hier die Wanze-Farm. Ja, genau. Wie sieht's eigentlich jetzt aus? Ja, war ja, ne? Quasi... Oh, Alter! Andreas, du schaffst es.
Andreas, ich freue ihn ein bisschen an hier. Was ist denn wieso stehen da? Wieso stehen hier zwei Creeper in meinem Haus? Ja, du musst ja Fackeln hinstellen. Da sind Fackeln, aber nicht genug. Die hat der Daniel bestimmt reingelotst. Der ist ein bisschen gepult. Reingelotst. Nee, der andere ist im Mosesloch jetzt. Wie denn das? Ja, so. Der ist da reingegangen, der hat Angst gehabt. Ach so. Auf jeden. Das ist bestimmt ein Mundgeruch, der ihn weggebracht hat. Ja, Mundgulli, ganz extrem. So, eine Tür muss ich noch bauen. Denn? So, liebe Leute, ich fange schon an, mal mich von euch zu verabschieden, ne? Ja, genau. Es war eine tolle Folge wieder, auch wenn ihr außer Stein und Wasser und Daniel nichts gesehen habt. Oh, ich war aber auch kurz da. Ja, stimmt. Mal. Aber es kommt ja letztendlich auf die Dialoge an, die wir führen, auf die tiefgründigen Unterhaltungen. Ja, das ist hier die Hauptsache. Gar nicht so sehr Minecraft. Eigentlich können wir auch einen schwarzen Bildschirm zeigen. Aber was sollen wir in der ganzen Zeit machen? Gut, also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ciao.